Die Kamera befindet sich im medialen Portal und verfolgt das Einziehen des Ultrabuttons, zunächst in das Sackloch, hier 8,5 mm im Durchmesser. Anschließend erfolgt der Durchzug des Ultrabuttons in den 4,5 mm großen Kanal, bis die lila Markierung am Kanaleingang platziert ist. Dieser Vorgang erfolgt unter permanentem Gegenzug am tibialen Ende. Meist ist ein leichtes Ploppen zu verspüren. Anschließend wird durch Zug am tibialen Ende der korrekte Sitz des Ultrabuttons auf der Corticalis überprüft.